Ja, willkommen im Gemeinschaftsgarten im Kienbergpark zum dritten Mal. Da seht ihr noch, was wir letztes Mal gemacht haben, die Jungpflanzenanzucht. Heute soll es um, wie kann man richtig viel, und zwar nicht nur richtig, sondern auch richtig viel, Basilikum ernten, weil ich immer wieder feststelle, dass Leute das nicht wissen. Diesen so einen Basilikumtopf, den kennen wahrscheinlich alle. Das kriegt man super im Supermarkt zu kaufen. Und genau, als erstes Mal, wie erntet man Basilikum richtig? Es ist nicht ideal, wenn man so die Blätter abzupft, sondern man sollte den Basilikum immer richtig runterschneiden, bis da, wo aus den Achseln, den Blattachseln, wieder die neuen Blätter rauskommen. Das mache ich jetzt als erstes Mal, zeige ich euch, oder ernte ich mal, wie man den Basilikum so richtig runterschneidet. Ja? Also das heißt, immer hier sind wir die nächsten Blattachseln, über den Blattachseln schneidet man das ab. Kann man super Pesto oder sonst was draus machen. Auch hier, da ist es ein bisschen kleiner. Wenn ihr das jetzt ein bisschen, also hätte, wäre der ein bisschen älter, dann wären die Jungen und die Blätter in den Blattachseln auch schon wieder größer. Genau. Da gibt es noch was zum Ernten. Aber alle anderen Blätter lässt man so stehen. Und dann geht es darum, den Basilikum umzutopfen. Denn diese Erde in diesen Basilikumtöpfen ist sehr wenig nährstoffreich, weil die Idee ist ja nicht, dass die Leute sich ihren Basilikum selber ernten, sondern dass sie idealerweise möglichst bald wieder einen neuen kaufen. Demnach werden wir das heute umgehen und ich zeige euch, wie man den umtopft. Also genau, umtopfen geht super einfach, indem man es einmal umdreht. Ihr seht, der ist schon mit seinen Wurzeln ziemlich weit nach unten gewachsen. Das heißt, er sucht eigentlich mehr Platz. Es ist zum einen zu nährstoffarm und zum anderen zu wenig Platz für den Basilikum. Und die Idee ist, und wir machen das jetzt heute mal mit der Hälfte, das reicht völlig aus, die Idee ist, den erstmal zu vereinzeln. Hier sind zum Beispiel mal drei sehr eng gewachsen, hier ebenso. Die kann man auch noch mal auseinanderziehen, sodass man dann die einzelnen Pflanzen hier wachsen hat. Und genau. Zaunbesuch. Und dann habe ich hier einen Topf vorbereitet, wo das rein kann. Ich habe hier tatsächlich gerade Rindenmulch, was sehr praktisch ist. Das ist immer ganz gut, wenn man irgendwas über dieses Loch unten im Topf legt, damit nicht sofort die ganze Erde wieder rausfällt. Der Topf wird mit Erde gefüllt. So. Und dann geht es darum, unsere Basilikumpflanzen wieder einzupflanzen. Und diesmal, anders als das letzte Mal, habe ich das direkt angefeuchtet. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Erst wenn wir alle eingepflanzt haben. So, die kriegen jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Abstand, als das eben war. Das heißt, hier, man kann dann am Finger so ein bisschen reingehen, die Pflanzen rein. Die sehen erstmal jetzt ein bisschen schlapp aus. Das wird sich aber innerhalb weniger Tage ändern. Genau. Hier noch ein bisschen. Die Wurzeln sollten natürlich nach unten. Idealerweise. Genau, so dass wir die so ein bisschen in Reihen nebeneinander. Hier habe ich ziemlich viel Wurzelmasse dran, das heißt, das würde ich jetzt einfach gerade ein bisschen was abmachen. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht alles ihre eigene Wurzelmasse. Das. So. Und hier passen noch zwei, drei rein. Auch hier mache ich wieder ein bisschen was ab. Und so. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, wie es ausschauen würde, wenn die alle gerade nach oben wachsen. Das ist, wie gesagt, jetzt am Anfang noch ein bisschen, dass die alle sich erstmal erholen müssen von ihrem Umzug. Aber das, genau, wird nicht lange dauern und dann stehen die gerade im Topf und wachsen auch immer weiter. Und dann ist es auch so, dass ihr selbst wenn, also hier zum Beispiel, seht ihr, da werden dann rechts und links von dem Hauptstängel wird sich das wieder verzweigen und dann könnt ihr auch wieder da abschneiden. Also die Idee ist immer, bis dahin abschneiden, wo sich die so wo aus den Achseln neue Blätter wachsen. Ja,
und das war's auch schon. Und ihr seht, da ist jetzt hier noch mega viel übrig von der, von alles von dem gleichen Topf. Das heißt, ihr könntet das auch in Blumenkasten pflanzen oder eben mehrere Töpfe. Hier könnte man schon auch noch einen reinstecken, aber die Idee ist, dass sie eben ein bisschen mehr Platz bekommen. Und das war nur der Basilikum. Ich will euch jetzt kurz noch, weil ich auch da immer wieder das spannend finde, dass Leute, dass man kann auch super gut aus diesen Pflanzen, klar, man kann auch Rosmarin kaufen, aber man kann auch einfach diese, das habe ich beides gestern im Supermarkt gekauft und auch aus dem kann man Jungpflanzen machen. Und zwar ist hier der Hauptstängel und von dem schneidet man die so junge Zweige ab, da macht man die unteren Blätter ab. Ich würde jetzt gerade mal hier zwei. Und das gleiche hier mit dem Salbei, da habe ich jetzt keinen großen Stängel, da habe ich einfach so ein Salbei-Bündel. Und da kann man auch mal gucken. Zum Beispiel finde ich, sieht der hier ganz gut aus. Der sieht auch aus, eben da wächst schon wieder was raus. Den können wir gleich einpassen. Vielleicht reicht auch ein Salbei und zwei Rosmarin. Die lege ich erstmal wieder an die Seite. Und hier müssen wir unseren Basilikum an die Seite tun. Genau. Hier gleiche Geschichte. Wir tun wieder ein bisschen Rindenmulch oder ein Stück Rindenmulch oder ein Stein oder also irgendwas, damit es halt unten ein bisschen dicht ist. Dann füllen wir den Topf mit Erde und das können wir, das habe ich glaube ich eben nicht gezeigt, das kann man auch manchmal gerne noch ein bisschen andrücken, dass man merkt irgendwie, inwiefern ist das vielleicht sogar nur halb voll. Genau, und da kann man dann mit dem Finger einmal reinstechen und das einpflanzen. Und eigentlich würde sogar ein Salbei für diesen Topf reichen. Ich zeige euch das jetzt aber gerade mal, man kann es auch dann nochmal umpflanzen, wie das aussehen würde, wenn man jetzt hier drei Pflanzen hat. Es macht auch immer Sinn, dass man ein bisschen mehr, vielleicht mehrere anpflanzt oder Jungpflanzen anzieht, weil manchmal funktioniert es auch nicht. Also es ist nicht immer hundertprozentige Gewährleistung, dass das dann angeht. Ja? So habt ihr einmal, das Wasser muss wieder auch einsacken, das ist immer wieder das gleiche Problem, wie was wir eben hatten. Die Erde ist einfach sehr trocken. Ihr seht hier rechts, geht es schon gleich besser. Das also ist, wie ihr ziemlich einfach, ziemlich gut Kräuter zu Hause anpflanzen könnt. Genau, das war's für heute. Das nächste Mal reisen wir nicht in die Tropen, sondern lassen die Tropen zu uns kommen. Bis dahin.